Gelegenheit aber auch nutzen, namens der Kirchengemeinde Ihnen allen für Ihr Wirken und Arbeiten an den Ihnen anvertrauten Menschen im Altenheim auf Bergfried zu danken. In meinem Dank schließe ich auch alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie zum Beispiel Xenia, den Besuchsdienst oder unsere beiden Aufsichtsräte mit ein. Auch allen anderen, die sich im Haus Bergfrieden engagieren, sei sehr herzlich gedankt. Sehr herzlich begrüße ich auch an dieser Stelle die beiden Geschäftsführer, Herrn Pfarrer Stiel und Herrn Engel. Herr Pfarrer Stiel wird nachher die Predigt halten und ihn kennt ihn vielleicht auch schon von den letzten Einführungsgottesdiensten. Er ist ja doch schon auch ohne Tradition geworden, wenn Einführungsgottesdienst ist, dass wir hier vorne zu zweit haben. Maus, die Fischer, Corinna Renger, Elke Heslauer, Matthias Mettler, Evita, Rosa, Beide zu, Galina Rutzki, Dominik Schnur und Carina Braunschäfer. Wir erbitten für diese Mitarbeit Gottes Segen, um damit deutlich zu machen, dass die Grundlage und der Ursprung ihrer Arbeit der Liebe Gottes zu allen Menschen liegt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, vor allem den Schwachen und Hilfsbedürftigen. Wir sprechen ihnen Gottes Segen zu, damit sie ihre Arbeit in den Widersprüchen der Welt und den Vollkommenheiten unseres Lebens durchhalten können und sie zuversichtlich sind, dass Gott ihnen nahe ist und bleibt in guten und schwierigen Zeiten. Wir führen diese Mitarbeitenden heute in ihren Dienst ein, weil wir alle mit denselben Glauben und die Hoffnung verbunden sind, dass nämlich Gottes Frieden, Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe stärker sind als menschliches Streiten, Selbstgerechtigkeit und lieblose Selbstbehauptung. Wir hören dazu Gottes Wort. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wer mir dienen will, soll mir nachfolgen. Und wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Und der Apostel Paulus schreibt: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Trübsal, beharrlich im Gebet. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die trauern. Seid euch einig im Denken und Handeln füreinander und miteinander. Strebt nicht ständig unzufrieden nach mehr, sondern haltet es mit den Demütigen und Bescheidenen. Bildet euch nichts ein auf eure Klugheit. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, sondern schreibt das Gute für alle an. Haltet, wenn nötig. So frage ich euch, seid ihr bereit, dem Dienst im Hauswerk, im Sinne des Evangeliums, treu und gewissenhaft zu tun, zur Ehre Gottes und zum Besten der Menschen, denen euer Dienst gilt? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenpflegeheims und die ganze Gemeinde: Seid ihr bereit, diese Mitarbeiter in ihrem Dienst anzunehmen und mit ihnen zusammen den Menschen zu dienen, zum Aufbau der Gemeinde Gottes? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, lasst uns beten.
dass ihr hingeht und Frucht bringt und diese Frucht bleibt. Neben deinem Gott. Christus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und diese Frucht bleibt. Liebe seinem Gott. Christus spricht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und bleibt. Liebe seinem Gott. Christus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und bleibt. Liebe seinem Gott. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, den Dienst dieser Mitarbeitenden